aus der Filmstadt Berlin. Der Deutsche Filmpreis 2017. Begrüßen Sie die Moderatorin des Abends, Jasmin Tabatabai. Ich begrüße ganz herzlich die Kulturstaatsministerin, Professor Monika Grütters. Guten Abend. Den Programmdirektor des ZDF, Dr. Norbert Himmler. Hallo. Unsere Präsidentin der Deutschen Filmakademie, Iris Berben, Mrs. President. Guten Abend. Wir präsentieren heute Abend den besten Kinderfilm. Ja, was ja im Prinzip die allerschwierigste Aufgabe ist, denn es sind eben auch Kinder beteiligt. Und den wollen wir an dieser Stelle schon mal sagen, also dass jeder Film, auch die vornominierten Filme, also einfach alle Filme, sind Gewinner. Nee. Doch. Nee. Ich dachte, wir waren uns einig, dass wir jetzt nicht hier diese Heidi-Deidi-Version machen. Es gibt nur einen Gewinnerfilm und die anderen Filme losen richtig ab. So klar sagen wir das auch. Ja, nee, finde ich nicht gut. Ja, weil du keine Kinder hast. Ich habe zwei. Kinder vertragen Niederlagen. Ja, das weiß ich nicht. Wenn du bei so einem Preis hier, wenn du da nicht gewinnst, also ich glaube schon, dass das, also für so eine Kinderseele ist, oh, meine Fresse. So. Was heißt das jetzt? Das heißt, dass wir den Kindern was mit an die Hand geben, wie die damit umgehen, wenn die nicht gewinnen, indem wir eben sagen, dass alle Gewinnerfilme Gewinnerfilme sind. Alle gewinnen heute. Warst du hier schon mal nominiert? Ich bin ja jetzt also mit 24 Wochen nominiert und habe eine kleine Rolle. Nee, ich meine du persönlich, Bjarne. Nee, also persönlich nicht, nee. Aber Julia Jentsch schon, ne? Ja, Julia ist, ja. Mhm. Wie bist du damit umgegangen, dass die nominiert ist, du nicht? Naja, das ist ja nur, weil ich nur der Mann bin in dem Film. Der Lars Eidinger, der hat ja hinten am Kopf auch so eine kahle Stelle wie du. Hä, was hat das jetzt damit zu tun? War aber nominiert, du nicht. Ja, das geht doch hier nicht um Haare jetzt. Peter Simonischek ist sogar bloß Österreicher. Ja und? Nominiert. Ja, das soll jetzt Blödsinn. Du nicht, sogar Gewinner. Bruno Ganz, weit über 90 und sogar Schweizer. So, können wir jetzt nominiert. Hier mal bei den, wir wollten die Kinderfilme ja, ansagen. Gut. Der Bjarne ist dieses Jahr sogar in zwei nominierten Filmen, aber selber nominiert, zero, no, no länger. Aber ist der Bjarne deswegen sauer? Nein, im Gegenteil, er macht trotzdem weiter, ne Bjarne? Und darum geht es, liebe Kinder. Filmpreise sind schön und gut, tolle Sache, aber wir machen ja Filme, weil wir Geschichten erzählen. Das ist nur, weil der Eidinger an der Schaubühne ist und da Hamlet spielt oder was. Ja? Und ich bin für alle immer nur der lustige Tatortreiniger. Ich glaube nicht, dass das was damit zu tun hat. Ja, wenn du in Deutschland einmal lustig warst, dann kannst du den verfickten Filmpreis aber vergessen. Oder? Ich dachte, wir wollten den Kindern was an die Hand geben. Hm? Ich dachte, wir wollten den Kindern was an die Hand geben, Mann. Ja. Ja, kann ich nur sagen, liebe Kinder, werdet bloß nicht lustig. Nee, dann werdet lieber Österreicher. Sag mal. Ist doch wahr. Hast du es jetzt bald, Alter? Könnte ich ausrasten hier. So. Und das sind die Nominierten. Ein Paar muss im Laufe seiner Beziehung viele Entscheidungen fällen. Möchte man zusammenziehen? Will man Kinder? Wenn ja, wie viele? Aber die Entscheidung, die das Paar in 24 Wochen fällen muss, ist weitaus größer und schwerwiegender. Wie entscheidet man, wenn das ungeborene Kind, auf das man sich so gefreut hat, behindert und schwer krank ist? Ein Film, der so ehrlich zu sich selbst und seinen Figuren ist, dass es wehtut. Nominiert für den besten Spielfilm
24 Wochen. Wir sind im wievielten Monat? Nächsten Monat. Dein Bruder ist schwer krank. Er macht die Natur solche Sachen. Wie sicher ist das denn? 98%. Habt ihr eigentlich mal darüber nachgedacht, das Kind nicht zu bekommen? Was? Du redest mit deiner Mutter darüber, aber nicht mit mir. Ist das deine Entscheidung oder unsere? Ist es deine oder unsere? Es ist meine. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Alexander Fehling. Schönen guten Abend. Jetzt soll es um drei wunderbare Schauspielerinnen gehen, wie Sie wissen. Ich will nur noch mal auf eine Sache kurz eingehen, die auch auf andere Weise heute schon mal Thema war. Denn ich finde, es fällt schon auf, dass wenn eine Performance einer Schauspielerin uns besonders beschäftigt oder die uns besonders gefällt, dass es dann immer um eine starke Frau geht. Oder es wird immer gesagt, eine starke Frauenfigur oder das war eine starke Frauenrolle. Und ich weiß natürlich, was damit gemeint ist, nämlich, dass sie nicht nur schickes Beiwerk ist oder dass sie sich nicht die ganze Zeit fragt, wo der Typ eigentlich ist. Und trotzdem fällt es mir immer auf. Und wenn man diese drei Filme schaut, dann sieht man Julia Jentsch, die in 24 Wochen eine Frau spielt, die zweifelt, die auch verzweifelt, ne? Und die bis aufs Äußerste mit sich ringt und die nach einer inneren Stimme sucht für eine wichtige Entscheidung, die sie zu treffen hat. Und die in der Lebenssituation ist zwischen Loslassen und Festhalten. Und Julia Jentsch spielt es so, dass man wirklich fasziniert zuschaut und tief mit ihr empfindet und das fast selber diese Erfahrung mitmacht, mit ihr, durch sie, durch ihr Spiel. Schwanger, wie? Geht das wieder weg? Ich habe mich erkundigt, wie so ein Abbruch, der abläuft. Warum machst du das? Wir wollen das Kind doch. Sein Herz funktioniert nicht richtig. Ich glaube, er wird kein schönes Leben haben. Wie würden Sie denn an meiner Stelle entscheiden? Und jetzt bitte um einen herzlichen Applaus für die Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Präsidentin der Deutschen Filmakademie Iris Berben. Guten Abend, heute feiern wir ein Glück, das uns die Filmkunst beschert und das uns auch immer wieder in einen dunklen Kinosaal lockt. Das Glück, für kurze Zeit in einer anderen Welt zu leben, auch das Abenteuer, in eine andere, eine fremde Haut zu schlüpfen. Ich finde, das ist ein großartiges Geschenk, eine echte Bereicherung. Ja, und wer ins Kino geht, verändert seine Sichtweise. Und nicht nur, weil die Leinwand weiter weg ist als der Flachbildschirm zu Hause. Sie sehen die ganze Welt automatisch aus einer anderen Perspektive, wenn Sie etwas gemeinsam mit anderen durch die Augen eines anderen betrachten. Sechs wunderbare Filme des letzten Jahres wurden als bester Film 2017 nominiert. Drei davon werden jetzt geehrt. Oh, ich darf doch noch gar nicht aufmachen, oder? Ich muss ja erst sagen, und die Lola, die silberne Lola geht an. Jetzt muss ich aufmachen. Die Lola in Silber geht an die Produzenten von 24 Wochen. Ja. Melanie Berke, Tobias Büchner und Thomas Kufus, Zero One Film, unter der Regie von Anne-Sora Berasche.
herzlichen Glückwunsch. Ich habe gerade keine Heimfrei. Glückwunsch, super. Herzlichsten Glückwunsch. Wer will, wer kriegt. Haben wir doch gewusst. Herzlichsten Glückwunsch euch allen. Dankeschön. Bitte schön, hier. Herzlichen Glückwunsch, ist toll. Vielen, vielen Dank. Das ist ein ganz, ganz besonderer Augenblick. Und es ist unglaublich, welchen Weg dieser Film gegangen ist bis hierhin. Berlinale war schon toll, aber das ist der absolute Höhepunkt. Vielen, vielen Dank. Die Lola ist eine ganz tolle Belohnung und eine tolle Anerkennung für das großartige Team, den wunderbaren Cast, die tolle Regisseurin. Und wen ich auch hervorheben möchte, sind die Protagonisten aus der Realität, die diesen Film inhaltlich enorm mitgetragen haben. Das sind die Ärzte, die Hebammen, das Krankenhauspersonal und natürlich auch die betroffenen Eltern. Die Offenheit und das absolute Vertrauen war einzigartig. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank, liebe Akademie. Dieser Film hat eine so geile Geschichte. Das war ein so kleiner Film, als wir ihn aufgepickt haben. Anne und ihr Team aus der Filmakademie Ludwigsburg hat den Film entwickelt. Burkhard Althoff vom ZDF, vom kleinen Fernsehspiel war es, der ihn als ersten sozusagen da rausgehoben hat. Und kleine Geschichte am Rande. In der letzten Woche wurde entschieden, dass der Film ins Hauptprogramm des ZDF, also in die Primetime kommt, was wir unglaublich finden. Dann hat uns die MDM hat uns in Leipzig und Halle diesen Film drehen lassen. Das Budget war winzig, winzig. Dann war es Dieter Koslig, der den Film auf die Berlinale geholt hat und dort im letzten Jahr zum einzigen deutschen Wettbewerbsbeitrag und eine irre Plattform dadurch geboten hat. Dann ist der Film von Thorsten Frese gepickt worden und ins Kino gebracht worden. Wir haben wirklich lange, lange darüber nachgedacht, wie machen wir das mit diesem unglaublich berührenden Film, schwierigen Film, tollen Film. Und die Beta-Film hat ihn in die Welt verkauft, in viele Länder. Anne, Bjarne, Julia, ihr wart heute alle, Karl, ihr wart heute alle nominiert. Dieser Film, diese Lola ist unsere Lola. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank euch. So. Das war der Deutsche Filmpreis 2017. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Und ich möchte mich ganz herzlich bei unserem künstlerischen Leiter Markus Koller bedanken. Ja, jetzt bitte alle Gewinner noch mal rauf auf die Bühne. Und liebe Zuschauer zu Hause, danke, dass Sie eingeschaltet haben. Und vergessen Sie nicht, der schönste Platz für einen Film ist und bleibt das Kino. Auf Wiedersehen.